Heute, am Montag, 6.4., sind es 3 Wochen her, wo der sogenannte Lockdown herrscht. Öffentliches Leben ist eingeschränkt. Schulen sind geschlossen, Kindertagesstätten mit Notbetreuung und für viele Menschen ist Homeoffice angesagt. Sonst ist gerade um diese Uhrzeit auf dieser Hauptstraße viel Verkehr. Aber heute herrscht Ruhe. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen habe ich Bilder von großen Städten und Metropolen gesehen. Gähnende Leere, weitaus keine Menschen zu sehen. Ich schaue mich auch mal hier in meinem Stadtteil von Deilinghofen im Osten von Hemer um. Und ich sehe auch, dass vieles ruhig geblieben ist. Nicht viele Menschen sind unterwegs. Auch an dieser Ladenzeile sind heute wenig Menschen unterwegs. Es wird Abstand gehalten. Ich habe einige Bewohner von Deilinghofen gebeten, mir ein kurzes Statement zu schicken, wie sie die Lage in Deilinghofen empfinden. Die meisten Menschen halten sich an die geltenden Vorgaben. Hier sind die Geschäfte nicht geschlossen. Der RWE-Supermarkt auch nicht. Meine Erfahrung in der Corona-Zeit ist im Moment, dass man kaum Leute auf der Straße sieht. Wie sind die Deilinghofer in der Zeit des Coronavirus? Eigentlich recht ruhig, recht gelassen, nett zueinander, jedenfalls in unserer Straße. Ich habe das nicht anders erlebt. Man ist in den Vorgärten, man unterhält sich viel, man hilft sich gegenseitig aus. Ja, ich glaube, dass die Deilinghofer die Maßnahmen mit Corona relativ gut angenommen haben. Sicherlich ist das erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, dass viele Freizeitaktivitäten, die man normal im Kalender stehen hat, nicht mehr stattfinden. Es ist wenig los. Der Verkehr ist mehr oder weniger Durchgangsverkehr, in dem sich der örtliche kaum einfädeln muss. Die wenigen Menschen in der Öffentlichkeit gehen problemlos miteinander um. Die Abstandsregel wird eingehalten, soweit ich es gesehen habe. Beim Einkaufen treffe ich schon mal jemanden, aber alle halten Abstand oder haben Gesichtsmasken auf. Da ich im Moment Urlaub habe, komme ich auch gar nicht so oft vor die Tür. Tschüss! Es gibt keine Kirche mehr am Sonntag, es gibt keine CVM-Gruppen mehr, kein Boulespiel mehr im Park. Selbst beim Fahrradfahren muss man gucken, dass man nur zu zweit fährt oder alleine fährt. Das ist sicherlich alles sehr gewöhnungsbedürftig. Allerdings, was mich wirklich traurig macht, ist, wie ängstlich man beim Einkaufen ist. Man geht sich fast panisch aus dem Weg und das ist nicht so schön. Der Ort hier ist entschleunigt, beruhigt. Man trifft sich nicht, man verabredet sich nicht, man telefoniert oder skypt. Man arbeitet zu Hause im Garten oder Keller. Alles in allem ist es auffällig, unauffällig. Ich glaube aber, dass man in Deilinghofen den großen Vorteil hat, dass sehr viele Leute in Einfamilienhäusern wohnen, eigenen Garten haben. Die keinen eigenen Garten haben, sehr viele Möglichkeiten haben, durch den Truppenübungsplatz, durch das Felsenmeer, auch die Waldflächen, halt viele Ausweichmöglichkeiten zu haben. Das heißt, die Leute sind dann draußen sportlich aktiv, das schöne Wetter kommt noch dazu. Sicherlich ist es für viele schwierig, die das erste Mal sehr viel Homeoffice machen müssen, was dann auch wieder unter einen Hut zu bringen ist mit den Kindern, die vielleicht zu Hause sind. Aber ich denke mal, da geht es uns hier in Deilinghofen noch besser als in vielen anderen Bereichen. An dieser Kreuzung muss man nach rechts oder links abzubiegen, sonst länger warten. Jetzt nicht. Kaum Verkehr. Zum großen Teil eine Ruhe auf der Straße, die sonst nicht da ist. Zu dem Wort Lockdown habe ich im Internet als Erklärung gefunden, sperren, verriegeln, einschließen. Will heißen, das private und öffentliche Leben in Deilinghofen findet weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Im Kampf gegen das Coronavirus wollen wir dem Virus den Weg verriegeln und es aussperren.